Meine lieben Freunde, über diesen Kanal haben wir uns schon lange nicht mehr gehört, aber jetzt aus aktuellem Anlass möchte ich euch doch ein Filmchen schicken, was der Vater jetzt auch anberaumt hat und wo der Inhalt, den er mir in letzter Zeit ganz oft erklärt hat, jetzt auch nochmal für euch aufbereitet rüberkommt. So, wir haben jetzt eine neue Plage, kann man fast sagen, die hier über die Erde geht. Und diese Plage, die heißt Chikungunya. Ich werde von jetzt an diesen Namen nicht mehr nennen, sondern einfach nur sagen, die Krankheit oder so. Vater hat uns erklärt, dass sie eben wirklich runtergesprüht kommt und setzt sich dann in Wellen fort. Die erste Welle besteht immer darin, dass man zuerst mal Fieber kriegt, ordentlich Fieber. Damit möchte der Körper entgiften und Fieber bedeutet immer Hochofen. Das heißt also, wenn ihr könnt, dann lasst es bitte bis auf 39 Grad ansteigen, weil bei 39 Grad kann der Körper alles verbrennen, was in ihm drin ist und was nicht reingehört. Und dadurch kann er dann sich erst einmal schon entlasten von den Bakterien, von allem, was dann eben mit runterkommt. Und ich denke, es gibt mittlerweile wahrscheinlich viel Aufklärung über alles, was da in diesem Gemisch drin ist. Es sind Bakterien, es sind zum Teil auch Gifte, ganz einfach. Und vor allen Dingen auch Nervengifte. Und diese Sachen, die werden alle durch die Luft heruntergesprüht in unsere Atmosphäre und wir atmen sie ein und dadurch kommen dann als nächstes dann immer die Halsschmerzen, das Kratzige, dann durch das Einatmen, wenn es sich im Körper dann verteilt, die Kopfschmerzen und dann zum Schluss, wenn es dann auf die Nerven geht, die Gliederschmerzen. Insbesondere dann auch in den Gelenken und in den Gelenken wird dann immer wieder wellenmäßig ein Schub kommen. Und dieses Wellenmäßige, das habe ich jetzt mit meinen Patienten hier schon sehr, sehr oft erlebt. Und da müssen wir immer wieder schauen, wo die Andockpunkte sind. Vater erklärte mir, dass jede Krankheit und auch jedes Gift nur dann andocken kann, wenn darunter ein Schwachpunkt liegt. Ein Schwachpunkt bedeutet, da ist noch irgendeine Stelle, in der noch etwas Unerlöstes, etwas Unerledigtes drunter liegt und zu sehen ist. Und diese Schwachstellen, wenn wir die stärken, dann kann auch die Krankheit nicht mehr andocken. Ich erlebe das jetzt wirklich alle paar Tage hier mit meinen Patienten, dass es wirklich so ist. Immer dann, wenn wieder so eine richtige Welle kommt, eine Zeit lang ist Ruhe und dann auf einmal, zack, haut es einen wieder rein. Und man liegt wieder im Bett, oft mit Fieber, aber insbesondere mit Gliederschmerzen. Dann kommen sie zu mir und beschreiben mir die Gliederschmerzen und diese Gliederschmerzen zeigen dann, was unten drunter liegt. Oft sind es Konflikte aus diesem Leben, wo man dann einfach sagen kann, du, dem hast du noch nicht verziehen und dem grollst du noch und das ist noch nicht bereinigt und da solltest du noch mal hinschauen und noch mal um Vergebung bitten. Und wenn wir diese Stellen alle aufgearbeitet haben, dann gehen meistens meine Patienten ohne Schmerzen wieder weg oder sie verschwinden innerhalb von 24 Stunden und sie können wieder laufen, wieder sich bewegen und sind wieder einigermaßen auf dem Damm. Und dann kommt oft die nächste Welle. Und dann frage ich schon immer, ja, Vater, was ist denn da noch? Naja, schau rein, Kind. Und ich schaue dann in die Zellinformationen hinein und dann sieht man den nächsten Konflikt. Und so kommt jetzt diese Krankheit immer schubweise, schichtweise. Und sie praktisch zerrt durch die Schmerzen, die dabei entstehen, die darunterliegenden Konflikte so richtig aus dem Körper heraus. Und das tut sie dann auch wirklich. Und deswegen
lohnt es sich, wenn man dann zur Durchlichtung kommt und einfach sagt, lieber Gott, ich möchte jetzt wissen, was liegt unten drunter? Warum habe ich die Schmerzen? Und warum habe ich diese Andockpunkte oder aus was bestehen sie? Gut, auf die Art und Weise kommen wir dann eben den Schichten immer näher. Und einige haben vielleicht 2, 3 Schichten drauf, andere jetzt schon 11, 12. Und es kommen immer mehr Konflikte hoch, die man im Laufe seines Lebens noch nicht gelöst hat. Und jetzt allmählich kommen dann auch die Konflikte hoch, die man noch aus anderen Leben übrig hat. Auch die zeigen sich jetzt. Kriegerisches zum Beispiel in der Lunge. Oder eben Ohrfeigen, die man am liebsten verteilt hätte oder vielleicht sogar auch verteilt hat, in den Händen, in den Handgelenken. Und dann Fußtritte geistiger oder physischer Art in den Fußgelenken. Der Reihe nach kommen all diese Konflikte hoch und dann können sie bearbeitet werden und haben oft sehr, sehr, sehr tiefe Einsichten. Oh ja, so hätte der Vater nie gehandelt. Gut, dann werde ich das in Zukunft auch nicht mehr machen. Und denk daran, da kommt dann wirklich wieder das zutage, was Vater uns sagte, schon oft. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, die wir vollbringen, muss vom Vater unterzeichnet werden können. Sonst ist sie nicht göttlich. Und zum Glück in dem, was wir dann bereinigen, bearbeiten, dem Vater hinlegen, um Vergebung bitten. Und Michael zieht es uns dann raus, egal ob es Opfer, auf der Opferseite der Groll oder die Nachtragendheit ist oder auf der Täterseite die Tat, eine Beleidigung, eine geistige Ohrfeige, eine, ihr wisst ja die Haltungen, die es gibt, Eifersuchtsszenen, alles Mögliche, was wir so im Laufe des Lebens uns geleistet haben. All das sitzt ja in den Zellinformationen drin und da dockt eben diese Krankheit an. Das ist es eben. Und da müssen wir eben, um die zu bereinigen, den zugrunde liegenden Konflikt finden. Und der bringt uns dann die Genesung. Vater hat mir extra erklärt, es gibt keine Genesung definitiver Art von irgendeiner Krankheit, wenn nicht der darunter gelegene Andockpunkt gefunden wird. Und wenn der gefunden wird, dann ja. Dann greift die Hand Gottes wieder ein. Michael zieht die Belastungen heraus. Und er gibt uns dann die frisch gewaschenen Energien in Gottes Urquell gewaschen und dann mit dem Licht wieder neu aufgeladen in den Körper zurück. Und dann kann die Krankheit nicht mehr andocken und tut's auch nicht. Ich hatte jetzt einige Fälle schon von Krankheitsfällen, die ein bisschen weiter von außerhalb kamen. Und diese Krankheitsfälle, die waren dann oft nach dem Lösen von einem oder 2 Konflikten verschwunden, ohne weitere Medikamente. Ne, unterstützend helfen dann eben bei uns hier die Papaya-Blätter von der männlichen Papaya, wenn sie dann aufgegossen werden mit Zitron, also mit Zitronengras. Zitronengras gibt es ja, soweit ich weiß, in Deutschland auch. Und ansonsten müsst ihr mal gucken, ob vielleicht der andere Teil, der bei uns eben die männliche Mammon-Papaya ist, vielleicht ist es dann in Deutschland der Spitzwegerich. Davon habe ich auch schon gehört, dass es sehr gute Erfolge geben soll. Aber wie gesagt, es heilt dann nur den Schmerz aus, der dann obendrauf liegt. Es heilt dann nie den Punkt aus, der unten drunter ist, nämlich der Punkt, der den Konflikt ausmacht, an dem die Krankheit angedockt hat. Ne, und den zuerst zu finden, das ist unsere oberste Aufgabe. Und ich helfe euch gerne dabei. Meldet euch bei mir. Wir können es über Skype machen. Da kommt die Energie des Vaters auch bei euch an.
lässt eure Zellen aufleuchten. Ich kann dann sehen, was in euren Zellen zugrunde liegt, welcher Konflikt noch ungelöst ist. Und mit der Lösung dieses Konfliktes werdet ihr dann sehen, dass der Schmerz Stück für Stück nachlässt und dann der gleiche Schmerz auf der gleichen Konflikt, auf dem gleichen Konflikt basierend nicht mehr wiederkommt. Das ist eben das Schöne. Das ist Vaters Versprechen, das ist Vaters Gnade und das ist die Lösung von Ursache und Wirkung. Mit ganz, ganz lieben Grüßen, eure Claire.